Morgen, ihr Lieben aus Ägypten. Wir waren schon frühstücken gerade und ja, Bernd ist jetzt schon mal vorgegangen aufs Zimmer. Der Kleine schläft noch, der war so müde durch die ganzen Abende, die wir ja in der Disco in Anführungsstrichen verbracht haben. Also hier ist die Jazzbar, da kann man abends schön Live-Musik hören und tanzen. Und ja, da waren wir immer so bis 23 Uhr, 23.30 Uhr unterwegs. Dementsprechend ist er sehr müde und wir haben ihn heute mal ausschlafen lassen. Ja, gestern waren wir ja im Rutschpark und ich habe da auch mit der Actioncam ein bisschen für euch gefilmt. Aber nach 2 Rutschen hat die Actioncam sich immer ausgeschaltet, nach 15 Sekunden. Also ich bin dann die Mega-Rutschen gerutscht und die geht dann einfach aus. Und ich habe mich dann nicht nochmal getraut, die zu rutschen. Und ja, wir werden dann wahrscheinlich nächste Woche nochmal in diesen Rutschpark gehen und dann werde ich euch da nochmal versuchen, Aufnahmen zu machen. Und ja, es war schon cool, aber da ist das Wasser nicht beheizt und da haben wir uns mega erschrocken, dass das Wasser so kalt ist. Hier bei uns im Hotel wird der Pool geheizt und ist sehr angenehm. Ananassaft. Ich habe jetzt mal Wasser geholt, aber diesen Ananassaft, der ist so lecker. Den trinken wir immer, wenn wir hier sind. So jeder bestimmt 3-4 Gläser am Tag. Und ja, ich habe schon in Deutschland sämtliche Ananassäfte ausprobiert. Keiner schmeckt so gut wie der, den es hier gibt. Ich schätze mal, das liegt einfach an der Umgebung, dass das so mit dem Urlaubsfeeling zusammen so lecker ist und erfrischend. Die sind echt immer eisgekühlt. Und ja, die Wasserflaschen, ja, das ist sehr viel Müll. Die sind auch hier oben nochmal versiegelt. Aber wenn man das aus diesen Spendern nimmt, das Wasser, das schmeckt so muffig und abgestanden. Und ja, da wir letztes Jahr in Masa Alam in dem Hotel richtig Darmprobleme hatten, sag ich mal, da ging es uns richtig schlecht, gehen wir auf Nummer sicher und trinken das versiegelte Wasser und das nehmen wir auch zum Zähneputzen. Ja, und jetzt gehe ich wieder zum Pool. Das ist so cool. Das ist so schön in Ägypten. Die Anlage ist so wunderschön. Unglaublich. Also wer einmal hier war, im Al-Flaila Walaila in Hurghada, hier sind fast nur Stammgäste und immer wenn man wiederkommt, dann trifft man jemanden, den man schon kennt. Da kommt ihr alle. Ja, aber ich will euch nichts zu essen geben. Hallo. Oh. Ja, ihr seid so süß. Ich wollte dich filmen, wie du... Ja. Ich hab leider nichts. Ja, die sind so süß, aber ich traue mich nicht, die zu streicheln. Möchte die mitnehmen. Ja. Jetzt verfolgen die mich. Weil ich den Teller in der Hand habe. Wir haben gerade die E-Mail bekommen, dass wir jetzt im Grundbuch stehen in Ungarn. Ja, und der schickt uns das jetzt nochmal per Post zu, der Anwalt. Ja, also ist wohl alles gut gegangen. Ja, obwohl ja so viele nicht daran geglaubt haben und uns gewarnt haben und was weiß ich alles. Ja, hat es jetzt wohl doch geklappt. So, wollte ich euch nur eben mitteilen. Und jetzt geht's zum Mittagessen. Komm. Ja. Ja. Ja, er ist ein bisschen traurig heute. Sein Freund ist abgereist gerade. Heute ist der 5. Urlaubstag und die haben sich sofort so früh kennengelernt. Sollen wir mal eben auf Bernd warten? Die haben sich so früh kennengelernt im Urlaub und haben so eine schöne, intensive Zeit gehabt. Ja, und jetzt ist er heute abgereist. Wir finden einen neuen Freund für dich, ne? Hoffentlich. Na klar. Und solange spielen wir halt ganz viel.
Bernd ist jetzt eben da die Treppe hoch, da ist ja unser Zimmer, und holt sich noch die Mayo und dann gibt's Mittagessen. Früher gab es hier nur 2 Stunden am Tag Eis. Ja. Ja. Es gibt Dessert in der wunderbaren Eisbar. Schön, ne? Hier haben die so Soft-Eismaschinen. Nein, ich möchte nicht. Die haben sogar Mango-Eis. Oh, Slush-Eis haben die sogar. Ein Slush-Eis. Das wird vegan sein. Für Calvino auch. Kannst du denn eine Mayo machen? Möchtest du auch ein Eis? Ein Slush-Eis würde ich nehmen. Kannst du mal gleich den Becher mit Dingen machen? Stopp. Das ist ja kein Slush-Eis. Mach mal das andere. Auch nicht. Okay. Oh, Wassermelone. Ganz süße Wassermelone, das Slush-Eis. Naja. Ja, das Essen, das war heute sehr lecker. Es gab Linsen. Ja, ich kann nicht ziehen. Ich weiß, dass da Pull steht. Aber ich habe alle Hände voll. Ich kann kaum die Kamera halten. Hallo. Was hast du für ein Eis? Zeig das doch mal den Nicht-Urlaubern. Eisbecher. Eisbecher, Soft-Eis, Vanille, Schoko oder so. Ja. Der Kleine spielt hier immer am Boxsack. Hier ist nämlich... Können wir das mal eben hier abstellen? Ganze Gebimsel, Wasserflasche. So. Hier sitzen wir abends immer. Und hier kann man dann halt Airhockey spielen und das alles. Und da ist er. Da kommt so ein Boxsack raus. Aber der funktioniert nur alle 3 Tage. Das kann man immer nicht so genau sagen. Geht's heute? Nein. Dann kommt das Geld immer wieder raus. Alle gestärkt vom Mittagessen und
gab ja noch Slush-Eis und Eis. Und jetzt geht's wieder an den Pool, bis dann irgendwann die Sonne untergeht. Um 8, um halb 5 geht die schon unter. Ja, dann gehen wir heute Abend wieder shoppen. Bummeln. Shopping. Konsumwanne. Eigentlich haben wir nicht viel gekauft bis jetzt. Der Bernd hat sich ein oder zwei T-Shirts gekauft. Eins. Eine so eine Sweatshirt-Jacke. Ein Trikot. Ich habe mir einen Jogginganzug geholt. Mein Sohn hat auch ein Trikot bekommen. Jo, aber heute wollen wir eigentlich nicht Anziehsachen gucken, ne? Bernd braucht Mayonnaise. Genau, und morgen fahren wir zu einem Strand mit bunten Fischchen. Und dann hoffen wir, dass die... Dass die Actioncam funktioniert, dass wir euch das alles schön zeigen können. Schon mal für heute verabschieden von euch. Heute mit festem Schuhwerk. Wir gehen ja gleich noch shoppen nach dem Essen. Und ja, da kann man immer so schlecht filmen. Das habe ich letztes Mal schon gemerkt in der Einkaufsmall da, weil da halt immer Leute langlaufen und ja, die ja nicht auf YouTube gezeigt werden möchten. Und ja, das gestaltet das ein bisschen schwierig. Und ja, das war unser Tag heute und morgen gehen wir schön schnorcheln am Strand, bunte Fische anschauen und da nehmen wir euch mit, habe ich euch ja schon gesagt, mit der Actioncam und auch die Kamera. Da wollten wir auch noch so ein Zusammenfassungsvideo machen, wahrscheinlich von Ungarn, also mit dem Hauskauf, hatte ich euch ja heute erzählt, dass die E-Mail gekommen ist, dass wir jetzt im Grundbuch stehen und wir wollten halt einfach mal ein Video machen, so Zusammenfassung von der Idee bis zum Hauskauf Ungarn, wie wir das so gemacht haben, wie das abgelaufen ist, falls jemand nicht alle Videotagebücher schauen möchte. Ja, machen wir das morgen vielleicht nochmal mit dem Hintergrund von dem schönen Strand, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse dort sind. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss!